Hallo und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Enigmatica 6. Verant ist auch irgendwo unterwegs. Gerade etwas unpässlich. Aus den Blättern schon wieder Bambusse gefallen. Wir brauchen Strom für unser Mining Gadget. Und ich bin jetzt gerade mal tatsächlich einfach so frech. Achso. Ich meine, da kann ich keine Energie abzapfen. Doch, da konnte ich. Gut. Da mache ich mal ein bisschen was. So, was haben wir jetzt beieinander? 166k. Naja. Erstmal besser als nix. Wir bräuchten eine Energy Cell. 1,6 Mega FE. 10. Was wird die brauchen? Wir müssen uns tatsächlich an Steelites-Bubble fassen. Die Infused Alloys sind kein Problem. Achso, und für die Advanced-Variante braucht man dann Osmium. Das ist doch schön. Sprich, wenn man Stahl haben und die erste machen könnte, kann man auf jeden Fall auch das zweite machen. Den Elite mit Gold und Reinforced. Lässt sich aber auch noch realisieren. Ansonsten haben wir eigentlich keine Energy Cells. Das ist das Power. Aber das braucht wieder so ja, theoretisch würde es sogar funktionieren. Wir brauchen ja auch noch die Kabel. Ha. Es ist halt die Frage. Okay. Ist jetzt halt die Frage, wie wir es am besten machen. Das ist alles Applied, mit dem können wir jetzt in der Form jetzt erstmal nichts anfangen. Energy Loader. Discharger. Der wäre jetzt sogar schon wieder voll, ne? Zack. Zack. Eigentlich produzieren die ja doch relativ gut. Wir haben ein bisschen Strom drauf, so ist es ja jetzt nicht. Wir haben, naja, 327k. Da kann man ein bisschen was mitmachen. Dann holen wir uns jetzt nochmal Lava. Ich hoffe, dass wir welche finden. Torrents. Wie war das? Okay. Light Placer ist auf jeden Fall aktiv. Jetzt halt wieder die Frage mit der Lava. Wo war die Lava zu finden?
Aber ihr seht, wie schnell das abbaut. Und wir haben Stone. Aber ich sollte mich ein bisschen zurückhalten. Nicht alles auf einmal verbrauchen. Gut. Dann würde ich jetzt... Wupp, Enderman. Hi. Plus den Enderman eher anschauen. Okay. Da ist Schlucht. Da gibt es tatsächlich etwas Lava. Aber leider zu wenig. Ach man. Ich glaube, ich kann mich entsinnen, wo es etwas... Das war jetzt etwas gemeingefährlich. Tias. Die man wieder zu dir was craften kann. Dann können wir die nämlich später wieder rausholen. So, und... Ganz ehrlich, das nehme ich jetzt gerade alles mal mit. Aber wenn ich mich recht, dann... Yo! Das war aber jetzt hinterhältig. Jetzt Creeper. In die Richtung waren wir unterwegs. Wenn ich mich recht entsinne, gab es nämlich hier hinten einen größeren Lava. Ja, dankeschön, Skelett. Gehen wir mal hierher. Das war jetzt... Das war jetzt nicht so intelligent. Das war mal einfach mal so weg. So. Bucket Mode on. Und das ist wieder voll. Ich muss echt einen größeren machen. Auf jeden Fall das Obsidian. Und das ist jetzt die feine Sache, mit der man hier arbeiten kann.
Träumchen. Bräuchten halt. Halt dann bloß noch mehr Saft auf dem Teil. Achso. Ah ja, und Holz kann's auch abbauen ohne Probleme. Bräuchte man nur etwas davon. Dann kommen wir hoch. Sofern es funktioniert. Ich muss irgendwo klappern. Klapper. Da klappert's. Da ist der Hundling. Schild. Okay, hier ist nichts. Skelettspawner. Soll ich mir jetzt, wo die Skelette herkommen? Können wir uns mal merken, wenn wir dann. Man kann leider keine Spawner mit dem Mining Gadget abbauen. Auch wenn es Silk Touch hat, es ist. Also es macht einfach nichts bei den Spawnern. Das nehmen wir mit. Weiß zwar noch nicht so ganz wofür. Und es ist sehr faszinierend, wie viele Creeper hier rumrennen. Junge. Noch mehr Creeper. Gibt's doch nicht. Das ist mal die normale Pickel. Und ein bisschen zu sparen. Hüpf. Und dann flitzen wir einfach mal wieder rauf. Befüllen den Heat-Generator und stellen uns noch einfach Windräder her. Das war jetzt nicht richtig. Da muss ich lang. Da muss ich lang. Da ist noch Kohle drin. Was zum... So. Und dann sind wir auch schon wieder oben. Mit den Schuhen geht das klasse. Und zack. Gut, der produziert fleißig. Da ist genügend Strom drauf. Genau, 1, 2, 3, 4, 5 von denen, das war Eisen, ein Redstone. 5 Stück und da brauchen wir 2 Redstone, ein Osmium. Zack. Berand ist immer noch unterwegs. Oh, nein, ich sehe gerade, während es baut da drüben. Ah, die baut ihr Botania-Gewächshaus. Bin schon gespannt, wie es am Ende ausschaut. Ah, genau. Wir wollten es erstmal. Gut. Machen wir uns mal schnell etwas leer. Flitzen schnell ins Bett.
Zack. Und dann haben wir noch das rein. Da haben wir noch etwas Kohle. Etwas Holz haben wir mitgebracht. Dschungel sogar. Dschungelplanks. Hm. Die Erze kommt da rein. Ja, die Schienen pflanzen wir jetzt damit rein, genauso wie dies. Und das kommt dahin. Das sind Seeds. Da ist eine Truhe. Da sind Äpfel und Palmsetzlinge, die nicht da reingehören. So. Da in der Kuschelkiste ist auch schon einiges drin. Okay. Wir brauchen zehn davon. Zehn davon. Osmium. Zwei. Redstone. Vier. Zack. Ich muss was essen. Was sagt eigentlich das Holz hier? Oh, da ist auf jeden Fall schon einiges zusammengekommen. Also Holzprobleme haben wir keine mehr, was jetzt zum Beispiel Kisten betrifft oder so, da können wir uns hier gerne bedienen. Und Shroomlights haben auch 470, 540. Da können wir ausleuchten. Also genau, beim nächsten Mal, wenn der durch ist, will ich mal so einen hinsetzen. Was die so rausbringen. Weil der bringt ein Millibucket Latex pro Sekunde. Ah, haben wir fertig. Kommt das noch rein. Man kann das durchbrutzeln. Was brauchen wir dann? Drei Osmium brauchen wir dann eigentlich nur noch. Ah ja, und Gold und Redstone für die Energy Tablets. Das kriegen wir hin. Das heißt, warten. Zwei. Na? Drei. Okay. Wir warten jetzt kurz, bis das fertig ist. Ich mache einen kurzen Cut. So. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Dann fällt's mal schnell zurück. Zack. Und craften uns das mal durch. Gold und Redstone. Genau, vier Stück. So, haben wir zwei neue Windräder. Voll der Ökostrom. Klack. Ja, der Laufweg ist ein bisschen weit. Das zieht doch alles demnächst noch um. Zack, zack. Feine Sache. Ja. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Energy Hopper. Energy Kabel. Gibt's denn nichts anderes? Sind das die einzigsten Stromkabel, die es hier gibt? Cable. Das ist wieder Applied Energistic. Uninteressant. Au. Was haben wir hier?
Die sind auf jeden Fall kostengünstiger. Das sind die Mechanismen. Okay. 51k FE-Botik. Lässt sich sogar realisieren. Wir brauchen bloß wieder einmal Stahl. So, Block of Coal. Enriched Eisen. Block of Coal, Enriched Carbon, Charge Coal, Block, Coal. Okay, dann holen wir uns ein bisschen Eisen und ein bisschen Kohle. Zack. So. Zack. Und dann machen wir uns ein bisschen Stahl. Würde ich sagen, also für ein Kabel brauchen wir zwei Stahl. Für zwei für zwei Stahl brauchen wir zwei Dust. Ein Dust. Kriegen wir okay. Also aus einem Iron Ingot wird am Ende ein Stahl. Dann machen wir vier. Sind wir nicht so. Machen wir 8. Dann haben wir nämlich schon mal die Kabel. Das Einzige, was wir dann noch bräuchten, ich hätte halt gern von Mechanism dieses Ladepad, dieses Chargepad. Weil das eine sehr hohe Laderate hat. Jetzt ist das Problem, wenn das da gerade mal durchputzelt, können wir mal schnell schauen gehen. Ich habe nämlich so ein Gefühl, dass wir keinen Blackstone haben. Und es will unbedingt Pressure Plates in Polish Blackstone. Und wir haben keinen Strom mehr. So, jetzt haben wir wieder Strom. Mehr als genügend. Da könnte man es sogar noch mal kurz da reinhalten. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Strom drauf. Man könnte ja auch ein Upgrade oder so reinhauen, dann würde das alles schneller gehen, aber dafür ist der Strom erstmal zu gering. So, und dann kommt da nochmal 8 Kohle rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das durch ist. So. Steel Dust. Jetzt wollte ich gerade mal noch schauen. Nö. Fast Furnace. Blast Furnace. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob dieser Ofen Strom braucht zum Brennen oder Kohle. Das weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr. Blast Furnace, noch einmal.
Full Nature. Gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für die Folge. Ich gehe jetzt ein bisschen Stahl durchbraten und lege mich auf mein Bett. Und dann sage ich mal, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.